Da bin ich wieder zurück, Dread Fury hier mit der achten Episode von Let's Play Hearthstone Curse of Naxxramas. Und heute geht es gegen. The Unclean. Hygen was rigged the very has rigged the very walls and floors of Naxxramas with traps that he can trigger at will. Okay. Also hat der hier anscheinend irgendwie die Arena manipuliert. Und er hat als Hero Power für einen Mana 2 Damage dem am linkest stehenden Gegner zu geben. Das heißt, da muss man also etwas auf das Enemy Placement achten. Und ich werde mal mit meinem Magier versuchen, gegen ihn anzutreten. Der heißt Random Mage. Warum? Weil ich ihn mit der lustigen automatischen Auswahlfunktion zusammengestellt habe. So. Ja, mit dieser automatischen Zusammenstellfunktion in dem Deck Construction Menü. So, dann wollen wir mal sehen, was das hier so bedeutet, mit dem, dass er Fallen ausgelegt hat. Das kann ich mir alles noch gar nicht vorstellen. Ja, ich werde meine Taunter gleich mal hinstellen, was soll's. Da kann er jetzt den einen irgendwie gleich wegmachen mit seiner Hero Power. Das macht dann irgendwie nicht so viel. Und er coint noch irgendwas raus. Den Death Charter, den kenne ich nicht. Der hat jedenfalls Charge. Und ist ganz schön stark, muss ich sagen. Aber ich kann ihn hier gleich mit dem Frostbolt dann vernichten. Das werde ich auch tun. Kriegt sein Hero auch gleich noch 3 Schaden. Schlimmeres. Den Void Caller hat er gespielt. Ich habe jetzt dafür ganz praktisch den Arcane Golem. Der hat auch Charge. Da kriegt zwar der andere ein Kristall. Aber zumindest ist der dann weg. Und der wird natürlich durch seine Hero Power jetzt zerstört. Das kann ich nicht verhindern. Both players draw 2 cards and gain a Mana Crystal. Okay, finde ich nicht so schlecht. Und er spielt noch einen Ooze. Das heißt, ich habe jetzt 5 Mana. Ist das korrekt? Jawohl, das ist ja eine ganze Menge. Schade. Für die Kombi brauche ich 6 Mana. Das kann ich dann nächste Runde machen, deswegen spiele ich hier erstmal die 5-Mana-Variante. Muss jetzt gucken, welchen ich halt links hinpacke. Er macht ja damit immer 2 Damage. Das heißt, ich werde meine Water Elemental links hinpacken. Dann kann es zumindest nicht mit einer Kombination aus Minion und Hero Power gekillt werden. Ich überlege, ob ich lieber den Leper Gnome spiele, weil der das Us quasi aus dem Weg räumt. Faceless Manipulator spielt da und wird auch zu einem Us. Das ist weniger schön. Und er geht aufs Face. Okay. Jetzt kann ich die schöne Kombi spielen aus Snowchugger und Blast Mage. Ich überlege, ob ich vorher das Us rausnehme. Dann kriegt er hier, wenn ich Glück habe, 3 Damage und ich kann die traden. Ansonsten ist das trotzdem wahrscheinlich am sinnvollsten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür natürlich gering ist, kann man ja ausrechnen. 3 Damage aus 4 Schüssen ist eine Wahrscheinlichkeit von. Ne, kann jetzt nicht ausrechnen so schnell, tut mir sehr leid, aber ist nicht ganz so wahrscheinlich. Na dann, gib dein Bestes, Goblin, 3-mal hier drauf. Ja, leider nur 2-mal. Schön verteilt. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich das Elemental angreife. Ja, werde ich machen, dann sind wir beide gefreezed.
Ah, wobei, er kann meins ja vernichten. Na, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war, aber zumindest kann ich ihn dann wegpingen in der nächsten Runde. 2 Damage. Okay, Demon Fire. Okay, er hat eine Menge Spells, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann wäre jetzt der. Ja, on Curve wäre jetzt Healer und Fireblast, aber den Battlecry will ich mir dann doch noch aufheben. Ah, ich kann auch on Curve mit dem Mana Worm spielen. Das ist sehr gut. Ah, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie ich sie platziere, aber so ist schon korrekt, dass der mit mehr Health links steht. Sonst hätte er jetzt meinen Worm direkt aus dem Weg räumen können. Der hat ja auch krassen Battlecry auf jeden Fall. Den könnte ich jetzt rausnehmen mit Flamestrike, aber ich könnte auch Darkscale Healer spielen. Wenn wir überleben, Flamestrike hat er noch zweimal einen Worm, kriegt 2 Attack und kann ihn wegmachen. Das ist eigentlich ganz nett. Auf der anderen Seite ist dann nächste Runde durch seine Hero Power mein Yeti weg. Was wiederum nicht gut ist. Daher spiele ich den Taunt hier nach links. Dann kann der nicht mit seiner Hero Power vernichtet werden. Und kill ich ihn. Ich werde ihn einmal angreifen. Und dann aufs Face gehen. Und in der nächsten Runde kann ich ja dann immer noch Flamestrike spielen. Was ist das gewesen? Schade, jetzt kann er doch. Stimmt, logisch konnte er den vernichten. Jetzt holt er hier die Karten raus. Meine Güte. Battlecry, destroy one of your mana crystals. Okay, das macht ihm jetzt natürlich nichts mehr. Flamestrike ist jetzt leider irgendwie auch nicht ganz so toll. Wobei, ich kriege immerhin 2 weg. Und dann sollte ich das wahrscheinlich auch machen. Den einmal annocken, damit er auch stirbt. Flamestrike. Dann einmal noch ins Gesicht schlagen. Leider reicht es nicht. Jetzt hat er noch einen Doomguard. Und mein Worm kann er natürlich. Na, ich hätte vielleicht den einen Doomguard angreifen können, hätte ich ihn jetzt wegpinken können. Das war ein bisschen schlecht von mir. Ich werde erstmal Karten ziehen. Auch irgendwie schöner sein können. 10 Damage macht er. Ich muss erstmal den Healbot spielen, denke ich. Ah, ich kann auch den Snowchugger auch spielen. Dann mache ich das lieber. Jetzt hat er Soulfire. Und er geht weiter ins Gesicht. Den macht er natürlich noch 2 Schaden. Ja, ja, ja. Okay, jetzt macht er 10 Damage. Ihn kann ich killen. Dann spiele ich wahrscheinlich lieber die beiden. Ich werde erstmal den. Oh, Polymorph. Das ist auch sehr gut. Dann spiele ich lieber Polymorph. Kill den. Und kill den. Dann ist das Board zumindest frei. Und er macht hier wieder 2 Damage. Okay. Jetzt kann ich aber den gleich killen, indem ich den spiele und den pinge. Das ist schon mal hervorragend. Und dann kann ich den Worgen Infiltrator noch spielen, was auch gut ist. Dem macht er natürlich 2 Damage und spielt nichts weiter aus. Okay, das sieht gut aus. Dann kommt jetzt der Darkscale Healer und dann bereiten wir unser Finish vor. Okay, krasse Karte auf jeden Fall, aber hilft alles nix. Er muss dran glauben, der gute
Heigen. Und da sah es knapp aus, aber wir konnten das Ruder noch rumreißen. Und dafür gibt es den Unstable Ghoul. Auch irgendwie keine Karte, die, in die ich mich verliebt habe, seitdem ich Hearthstone spiele. Aber was soll's? Nächste Folge geht's weiter, Folge 9 dann mit diesem freundlichen Gesicht. Wer das ist, was er macht. Beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Dread Fury.